Ja, Dirk, wir haben ein Ergebnis mit 2 Durchgängen. Robert Granitz, kein falscher Weltmeister. Platz 2, Rune Welter, eine Überraschung. Und Platz 3, trotz Sturz, Martin Koch. Also doch am Ende die vorne, die man vielleicht nicht unbedingt auf 1-2 hatte, aber kein unverdienter Weltmeister. Ganz sicher nicht. Und das konnte eigentlich auch bei der Dichte des Feldes überhaupt nicht passieren. Dass ein paar durchgefallen sind, wie Schlierenzauer, Ammann, vielleicht auch Ito, der allerdings im zweiten Durchgang noch mächtig aufgeholt hat. Damit mussten wir rechnen. Ich persönlich habe das auch im Interview mit Severin Freund angeführt. Verstehe eigentlich nicht, dass man keinen dritten Durchgang mehr gesprungen ist, denn die Verhältnisse sind jetzt ideal. Und dann wäre es vielleicht noch exakter, noch mehr durchgemischt gewesen. Denn was hast du gesagt? Man kann Pech haben, da hat man Glück und im dritten Durchgang gleicht sich's aus. Ja, so hätte es sein können, war aber dann am Ende nicht. Aber trotzdem, man hatte natürlich auch das Gefühl von gestern noch drin, dass wir alle gehofft hatten, gestern Abend wird es ruhiger, dann wurde es noch stürmischer. Heute, jetzt sieht es derzeit wirklich gut aus. Hätte, wenn und aber. Gut, jetzt ist es halt so und jetzt sollte man mal einen Blick vielleicht voraus werfen. Wer wird morgen Skiflug-Weltmeister im Team? Der Erste. Ja, das war klar. Du willst wieder Zeit schinden, willst dich nicht festlegen, nicht wahr? Ja, also nochmal, das wird fast ähnlich schwierig, wie das heute vorauszusagen. Also ich sage trotzdem Norwegen, weil ich fürchte, dass die Österreicher mit Gregor Schlierenzauer nicht aus dem Knick kommen und die Slowenen, denen fehlt der vierte Springer, also ich sage Norwegen. Ja, habe ich nichts gegenzusetzen. Alles andere wäre auch eine große Überraschung, wenn wir heute die Liste anschauen, aber ich habe trotzdem die Deutschen mit einer Medaille drauf. Also dann Österreich, Deutschland wird dann um 2 und 3 kämpfen. Ich sehe es ähnlich. Also Jani Damian, okay, der kann aber auch mal über sich hinaus wachsen. Das ist ja dann der vierte für das slowenische Team. Ansonsten sehe ich eigentlich keinen. Das Team Japan, auch die Tschechen sind dazu instabil. Also die drei Mannschaften werden es aus meiner Sicht unter sich ausmachen. Und das Ganze sehen wir dann morgen wieder. Natürlich, 14 Uhr bei uns, mit uns beiden. Mit Dirk Thiele und Gerd Siegmund. Also. Danke.